Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Feierabendfunk. Heute mit meinem Zimmerkollegen Felix. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Feierabendfunk. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Und zwar geht es heute um unseren Arbeitgeber, nämlich die Verwaltung selbst ist das Thema. Wie ist es eigentlich so, in der Verwaltung zu arbeiten? Denn von den insgesamt rund 5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind 1,7 Millionen Beamte. In Berlin beschäftigte der öffentliche Dienst am 30. Juni 2020 insgesamt 210.000 Personen. Das hört sich viel an, doch plagt Deutschland und Berlin akuter Personalmangel. Dem Staat fehlen nämlich nach aktueller Einschätzung des DBB Beamtenbund und Tarifunion fast 330.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie und den Herausforderungen in den Bereichen Bildung und innere Sicherheit brauchen vor allem Länder und Kommunen zusätzliches Personal, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können. In der Berliner Verwaltung arbeiten rund 127.000 Menschen, rund 102.000 in der Hauptverwaltung, 25.000 in den Bezirken. Von diesen wird zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich mehr als jeder Dritte aus Altersgründen ausscheiden. Die Bezirke trifft es besonders hart, hier sind es sogar 41,4%, die gehen und mit ihnen viel Wissen und Erfahrung. Die Verwaltung muss also handeln, muss also um Nachwuchs werben. Ist denn die Arbeit im öffentlichen Dienst überhaupt angesagt oder fancy genug für junge Menschen? Um diese Fragen zu beantworten, ist es doch am besten, wenn wir die Zielgruppe direkt ansprechen. Daher sitzt mir heute gegenüber am Podcast-Mikrofon Feierabendfunk mein Zimmerkollege Felix. Felix ist ein Freshman sozusagen und neu in der Verwaltung angekommen. Felix und ich werden heute über das Thema sprechen, arbeiten als Young Professional im Gesundheitsamt. Traum oder Albtraum? Die Mittagspause hat soeben begonnen und das nutzen wir aus für eine neue Podcast-Aufnahme. Hallo Felix, schön, dass du mitmachst. Hallo Serkan, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Dann gleich meine erste Frage. Seit wann bist du eigentlich hier im Gesundheitsamt Neukölln tätig? Ich bin seit Dezember 2021 hier tätig. Es hat sich alles ein bisschen verschoben, weil an meinem ersten Tag habe ich einen Schnelltest gemacht. Der war dann erst negativ und als ich dann von der Gerade Straße bzw. von der Blaschko-Allee hier rübergelaufen bin in die Gerade Straße, ist er dann positiv geworden. Nein! Und dann hat sich das alles ein bisschen verschoben und dann musste ich auf meinen PCR-Test warten und dann bin ich nicht am 1. Dezember, sondern am 3. Dezember ist dann mein PCR-Test negativ gewesen und da durfte ich dann kommen. Also die Nachtestung war zum Glück negativ. Das passt ja eigentlich auch, wenn man sozusagen vorhat, im Pandemiestab zu arbeiten, dann ist ja so ein Einstieg eigentlich erwartungsgemäß. Genau, ich wusste gleich, was die Menschen, die hier angetanzt kommen, um sich testen zu lassen, erwartet und habe mal das ganze Prozedere mal professionell hier durchgemacht mit PCR-Test, was ich vorher auch noch nicht gemacht hatte. Dürfen wir öffentlich sagen, wie alt du bist aktuell? Ja, wir können es ja mal probieren. Ich bin aktuell 27 und werde aber in anderthalb Monaten ungefähr 28. Okay, das heißt weit unter 30 noch. Und wie kam es eigentlich dazu, dass du dich hier beim Gesundheitsamt Neukölln beworben hast? Ein Freund von meinen Eltern ist tatsächlich Mitarbeiter beim RKI als Arzt und der hat da aber eher immer Lebensmittelpandemien bekämpft und der hatte mir dann empfohlen, bewirb dich doch mal als RKI Containment Scout. Und das habe ich dann gemacht und meinten aber, wir haben keinen Bedarf, aber wir können ihre Akte mal aufnehmen und dann habe ich noch die verschiedenen Gesundheitsämter in Berlin angeschrieben, weil ich das Gefühl hatte, ja, ich will helfen, diese Pandemie zu bewältigen und das ist ja eine gute Möglichkeit und wenn einer weiß, wie es geht, dann die Gesundheitsämter. Und was hast du vorher gemacht, bevor du hier angefangen hast, im Gesundheitsamt Neukölln zu arbeiten? Ich war vorher bei einer Bildungsorganisation und habe da primär Social Media und Website-Inhalte bedient. Wie lange hast du dort gearbeitet? So ein halbes Jahr. Und was hast du davor gemacht? Davor war ich in einer PR-Agentur in Dresden. Und wie lange hast du dort gearbeitet? Auch ein halbes Jahr. Auch ein halbes Jahr. Und was hast du davor gemacht? Davor habe ich studiert im Master. Und wo hast du studiert? In Dresden. Hast du die ganze Studienzeit über in Dresden verbracht? Ja, ich habe den Bachelor in Dresden gemacht, habe dann nochmal ein Jahr in Berlin gearbeitet bei einem Startup, was so, naja. Wir sind unter uns, lieber Felix, wir können offen über alles reden. Die haben so quasi so Gutschein und sowas gemacht, also sowas wie, wenn du, was kennt man da, MyDeals kennt man so in dem Bereich. Genau, so eine Alternative hatten die mit dem Schnäppchenfuchs und dann fürs Gutschein-Pony habe ich da noch gearbeitet und für sowas wie Urlaubspiraten hatten die auch noch eine Alternative.
Genau. Und ist es so, wie man sich das so vorstellt, ein Kicker im Raum, ein gut gefülltes allerlei Obstkörbchen? Den Kicker gab es tatsächlich, aber die wilde Phase habe ich wohl verpasst. Also die gab es dann schon so 3 bis 5 Jahre. Und da wurde mir aber erzählt, noch von der wilden Zeit, da ist man dann da noch mit dem Mini-Go-Kart durch die Bürogebäude gefahren und genau. Aber das war bei mir schon alles ein bisschen gesettelter, aber einen eigenen Catering-Service und den Kühlschrank voll mit Bier und sehr vielen alkoholfreien Getränken, den gab es tatsächlich. Und die CEOs, die waren knapp über 20, oder? Genau, das war ein sehr junger Mann aus München. Genauso wie man sich so ein bisschen forscht. Also der sah auch optisch, hat er sehr ins Klischee gepasst und dann halt war so ein älterer Geschäftsführer. Verstehe. Ja, wenn man sich das jetzt so anschaut, sind das ja wirklich zwei Welten, die wirklich nichts miteinander zu tun haben. Wir haben einmal später die Verwaltung an sich und dann kommst du Startup, Hipster, Umfeld, PR-Agentur. Sehr interessant, wie deine Eindrücke sind und du kannst wirklich aus deiner Sicht die Dinge auch vergleichen. Deswegen würde ich zu meiner nächsten Frage übergehen und sagen, ja, was sind denn die größten Unterschiede zwischen all diesen Jobstationen und nun der Jobstation hier im Gesundheitsamt Neukölln? Ja, also ich habe ja auch die vergangenen Podcasts gehört und da gibt es eine Überschneidung mit den Ärztinnen, die da waren, die öfter mal gesagt haben, klar, es ist alles ein bisschen mehr Bürokratie, aber dafür halt auch viel weniger stressig und diesen Punkt kann ich auch unterstreichen. Also es klingt immer... Ja, es klingelt hier bei uns, das ist sehr echt. Es klingt ja immer so ein bisschen, als wenn es einfach faule Verwaltung wäre, aber das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Es wäre wünschenswert, wenn es überall einfach nicht so wahnsinnig stressig wäre und ein bisschen ruhiger. Und das kann ich auch bestätigen. Also es ist jetzt nicht, als wenn wir unproduktiv werden, sondern aber einfach dieses wahnsinnig hohe Druckniveau ist einfach angenehmer hier und ja, hier kann ich arbeiten, ohne dass ich zugrunde gehe, was eine schöne Abwechslung ist. Bei deinen Stationen, wo du über so ein hohes Druckniveau gesprochen hast, ja, wie hat sich das geäußert bei dir in deiner mentalen Verfassung, Gesundheit heraus betrachtet und vielleicht bei anderen Mitarbeiterinnen? Kannst du da was sagen? Ja, also ich kann sagen, dass bei dem einen Unternehmen, da bin ich auf jeden Fall immer mit hängendem Kopf zur Arbeit gegangen und dann hatte ich die Botschaft bekommen, ja, nach der Probezeit geht es leider nicht mehr weiter. Dann ging es mir besser, das hat mir tatsächlich eher gut getan und dann hatte ich eine Woche Urlaub und bin dann zurückgekommen und dann hat eine Kollegin gesagt, ach Felix, du hast sonst immer den Kopf hängen gehabt und jetzt bist du zurückgekommen und jetzt siehst du viel zufriedener aus. Und dann meinte ich, ja, ich höre auch bald auf hier. Und dann habe ich das auch anderen KollegInnen erzählt und der eine meinte auch so, ja, wenn ich nicht Familienvater wäre, also du, es waren jetzt nicht so alle, ach du Armer, sondern eher so alle, ach du Glücklicher, dass du jetzt das, hier bald raus bist. Dass das Leiden ein Ende hat. Genau, also es war eher, ja, die anderen haben mich teilweise eher beneidet als bemitleidet. Um nochmal zurückzukommen, dann hattest du dein Bewerbungsgespräch hier beim Gesundheitsamt, der PCR-Test war dann doch negativ, dann hast du hier angefangen. Dann will ich mal gleich fragen, wie war denn dein erster Tag? Ja, die Hotline ist ja etwas sehr Ungewöhnliches, da sie ja viel aus QuereinsteigerInnen und aber halt auch Leuten aus verschiedenen Amtsabteilungen besteht. Deswegen kann ich ja gar nicht so genau einschätzen, wie repräsentativ das alles ist und gefühlt wird es wahrscheinlich nochmal in den klassischeren Bereichen noch mal ein bisschen anders sein. Aber ich war da sehr positiv beeindruckt. Ja, die ersten Tage, da ich ein sehr gewissenhafter Mensch bin, habe ich da erstmal zugehört und wollte mal wissen, ja, wie arbeiten denn die anderen? Mhm. Und dann, ja, die gesamten, wenn man Leute an der Hotline berät, dann will man ja auch gut informiert sein. Mhm. Und da wollte ich natürlich alles perfekt machen. Deswegen habe ich ganz vielen Menschen über die Schultern und über den Telefonhörer hinweg zugehört und zugeguckt, bis ich mich dann endlich mal getraut habe, auch die Anrufe anzunehmen. Hat es dann ein bisschen gedauert. Und wie war das Gefühl, so nach 4 Wochen, also zur Arbeit zu kommen, dann nach getaner Arbeit in den Feierabend zu gehen? Hast du dich da schnell eingelebt? Ja, also es war erstaunlich, wie gut es mir dann gefallen hat. Also ich dachte, das wäre total niederschmetternd immer und die Leute sind alle wahnsinnig gefrustet, wenn sie anrufen und machen einen fertig, aber es gab wirklich ganz, ganz liebe Geschichten. Also auch meine Kollegin hatte mal einen Anrufer, der hat wirklich eine Stunde in der Hotline gewartet, nur um zu sagen, ach, das ist so tolle Arbeit, die ihr leistet und vielen Dank, dass ihr so informiert.
Also, das ist toll. Es gibt natürlich immer Leute, die frustriert sind, aber wenn man nett zu den Leuten war, dann waren die Leute auch immer nett zu einem. Und mir hat das immer ein sehr gutes Gefühl gegeben, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ja, hier kann ich den Menschen helfen. Würdest du sagen, jetzt aus deiner Erfahrung an verschiedenen Tätigkeiten, die du ausgeübt hast, dass die Wahl des Arbeitsplatzes auch einhergeht mit der eigenen körperlichen Gesundheit und mentalen Verfassung? Ja, total. Also ich hatte bei den letzten Jobs wahnsinnige Bauchschmerzen tatsächlich durch diesen Stress. Also das war, mir ging es wirklich körperlich sehr, sehr schlecht. Das hat sich dann auch sehr auf die mentale Gesundheit ausgewirkt. Und dann dieser Kreislauf, das war schon ziemlich heftig. Also also definitiv, wenn es dir auf der Arbeit nicht gut geht, dann geht es ja auch im Privatleben dann irgendwann nicht mehr so gut. Und dann werden natürlich die Erholungsphasen länger, die man benötigt, um sich dann davon zu erholen. Das, also der Arbeitsplatz hat da einen riesen Einfluss darauf, wie gesund ich mich fühle, wie gut ich mich fühle und wie viel Energie ich dann noch habe, mich um meine mentale und körperliche Gesundheit zu kümmern. Ich finde, du siehst fantastisch aus. Du hast auch einen sehr guten Tarn. Also ich glaube, die Verwaltungszeit bisher tut dir unheimlich gut, würde ich sagen. Ja, definitiv. Also ich kann nicht klagen. Wenn ich dich heute frage, kannst du dir einen längeren Verbleib in der Verwaltung vorstellen oder schmiedest du jetzt schon Exit-Strategien? Welche dieser Aussagen würde eher zutreffen? Ich lasse mich immer sehr treiben. Also ich kann das nur noch gar nicht so genau sagen. Wie gesagt, ich bin aktuell sehr zufrieden, aber ich müsste da selber gucken. Also ich bin aber auch sehr schlecht im Vorplan. Also wenn etwas 3 bis 4 Monate im Voraus liegt, dann bin ich so, das kann Zukunft Felix mal entscheiden und dann schiebe ich das alles auf Zukunft Felix ab. Und bis jetzt bin ich ja immerhin durchgekommen bis ins Gesundheitsamt Neukölln. Also so schlecht scheine ich ja meine Arbeit auch nicht gemacht haben. Nein, alles andere wäre auch nicht typisch deines Alters entsprechend. Also ist schon genau richtig, wie du dich so treiben lässt, quasi wie so ein Surfer auf der Welle. Ach, also wir haben jetzt bald unser 10-jähriges Klassentreffen und da sind auch die ein oder anderen dabei, die Kinder und Haus haben. Also manche. Oh, schön. Das Kind sollte man zumindest, glaube ich, ein bisschen mehr als 2-3 Monate vorplanen. Wo findet das Treffen statt? Das findet in einem Club statt, wo ein ehemaliger Schulfreund, alter Klassenkamerad, der ist DJ in Berlin und genau. Welchen Satz würdest du jetzt bei diesem Treffen mal rein hypothetisch gesponnen ungerne hören, wenn alte Schülerinnen auf dich treffen? Das würde ich ungern hören. Es gab mal einen alten Schulfreund, das habe ich mir auch schon mal gesagt, der hatte wirklich mal so einen Erweckungsmoment, weil ich früher noch viel mehr als heute ein sehr großer Stubenhocker war. Ja. Und dann hat er wirklich, als wenn er der große Geist in ihn gefahren wäre, hat er zu mir gesagt, Felix, du musst doch mal rausgehen, kannst nicht immer nur drin bleiben. Und danach hat er wirklich was komplett anderes gesagt und sich abgewandt und gar nicht mehr mit mir geredet. Das war ein sehr weirder Moment, der mich sehr überrascht hat und der mich aber auch sehr beeinflusst hat. Und ich glaube, wenn er das nochmal sagen würde, dann würde es mir sehr wehtun, dass ich immer noch so ein Stubenhocker bin. Aber es wäre auch immer nicht komplett falsch. Also, aber verstehe. Das wäre vielleicht ein bisschen, das wäre mir unangenehm. Ja, ich glaube nicht. Da, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Und welchen Satz würdest du gerne hören? Du siehst sehr glücklich aus gerade. Das wäre schön. Lieber Felix, dann was kannst du über deinen Chef, Amtsleiter, Herr Dr. Nikolai Savaskan sagen? Wie ist du dein Eindruck? Du hast ihn kennengelernt? Ja, ein sehr, sehr schnell denkender Mensch, dadurch auch sehr schnell redender Mensch mit einer wahnsinnigen Energie. Mhm. Da muss man erstmal selber hinterherkommen. Also das fällt nicht jedem leicht und da muss man, glaube ich, auch ab und zu mal bremsen. Aber das zeigt ja auch einfach nur, dass er da für seinen Job brennt und dass er immer Ideen hat und die dann umzusetzen, das ist dann nochmal eine andere Frage, aber ja, sehr beeindruckend, also sehr charismatisch, weiß, wie man Leute fängt, wie man sie antreibt im positiven Sinne. Das, es war ein sehr interessantes erstes Treffen, als wir dann da im Haus 1 bei ihm waren und ich vorher mit ihm immer mal gesprochen hatte und geschrieben hatte und dann aber ihn mal in Person zu sehen, das war noch was ganz anderes. Und was sagst du eigentlich über deinen Zimmerkollegen, Herrn Serkan Çetinkaya?
Serkan Çetinkaya ist eine lebende Legende natürlich, kreativ. Nein, aber das stimmt natürlich alles, aber das Wichtigste, was mir bei dir immer aufgefallen ist, ist wirklich, und das habe ich dir auch schon gesagt, diese Positivität, dieses, egal wie schlecht ich drauf war, du hast immer noch das Positive gesehen, hast immer die Laune gehoben durch Sprüche oder durch nettes Feedback. Also das ist ja auch ein sehr großer Unterschied zu vorher, wo das Feedback immer eher negativ war. Und hier kriege ich mal das Gefühl, dass ich gute Arbeit mache, und das ist sehr, sehr schön. Ja, lieber Felix, ich habe ein kleines Frage- und Antwortspiel vorbereitet, bezogen auf die Jobzufriedenheit. Das Ganze hat natürlich keinerlei wissenschaftlichen Anspruch, sondern soll vor allem unterhalten und mit einem Augenzwinkern deine aktuelle Situation den Zuhörerinnen des Feierabendfunks näher bringen. Du musst nicht jede Aussage kommentieren, ist dir alles überlassen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Der Job macht dir Spaß. Wie soll ich darauf antworten? Ist egal wie? Wie du möchtest, ja, nein. Ja. Du kannst auch begründen, ja. Aber okay, ja. Du trägst wirklich etwas bei. Ja. Du lernst immer noch etwas dazu. Ja. Die Bezahlung stimmt. sie ist in Arbeit, dass sie besser wird. Ich muss sagen, ich verdiene mehr, als ich kriege. Du kannst deine Stärken einbringen. Ja. Der Arbeitstag vergeht wie im Flug. Kommt auf den Tag an. Du arbeitest selbstbestimmt und genießt Freiheiten. Ja. Die Arbeitsatmosphäre ist gut und die Kolleginnen sehr nett. Ja. Du bist auch an langen Tagen motiviert. Ja. Dein direkter Fachvorgesetzter ist? Dirk Domisch. Kannst du ihn beschreiben noch? Magst du ihn... Oder geht der dir manchmal auf die Nerven? Nee, also, wie würdest du ihn beschreiben und wie würdest du ihn beurteilen? Beziehungsweise, also als ich begonnen habe, hatte ich ja quasi noch zwei Chefs, und da den, das heißt Jacqueline Müller-Kelm und Dirk Domisch, und dem habe ich auch beiden schon gesagt, dass ich das ein sehr angenehmes Arbeitsklima finde, und bin ganz traurig, dass Frau Müller-Kelm bald wieder zurück in ihre angestammte Stelle kommt. Das müssen wir nochmal erklären, warum den Zuhörern, warum sie jetzt nicht mehr hier sein wird im Team, kurz. Weiß ich gar nicht genau, weil die Hotline reduziert wird. Richtig, ja. Und die gehen dann sozusagen zu ihren alten Dienststellen zurück, weil die alten Dienststellen natürlich auch ihre Mitarbeiterinnen irgendwann zurückhaben wollen. Die Aufgaben bieten in gewisser Weise auch eine Herausforderung für dich. Definitiv. Du arbeitest gerne mit deinen Kolleginnen zusammen. Ja. Ah, wir sind durch, lieber Felix. Ich würde sagen, du hast sehr oft mit Ja geantwortet. Also im Ergebnis, du bist im richtigen Job. Herzlich willkommen. Super. Hier in der Verwaltung. Dachte ich mir schon fast. Lieber Felix, wir sind mit dem, ich würde sagen, offiziellen Teil einmal durch. Ich würde jetzt so ein bisschen persönlicher werden. Ja, was ist eigentlich deine Lieblingseissorte? Ich esse immer eine Kombination aus Frucht und Sahne mäßig. Und in der Regel ist das Joghurt und Schoko. Dein Lieblingsbuch? Irgendein Buch, was sozusagen bis heute dich geprägt hat. Das muss kein aktuelles sein, wo du sagst, ja, da habe ich eine Menge für mich lernen können oder herausziehen können. Ich überlege auch, ich fühle mich auch angesprochen. Ja, für mich waren es so ein, zwei Titel von Hermann Hesse, muss ich sagen. Ein, zwei Bücher von Milan Kundera. Ich glaube, Christian Krachts Faserland habe ich relativ spät nachgeholt, und das ist ein sehr zynischer Mann, der auch sehr, sehr pervers teilweise schreibt, aber auch wahnsinnig witzig, und eine Reise durch Deutschland. Das würde ich jetzt nicht prägend sagen, aber zumindest für eine Hume. Es hat mich auch mal wieder dazu bewegt, mal selber etwas zu schreiben irgendwie, und das fand ich ganz interessant. Was gefällt dir an Berlin? Natürlich die Größe, dass man hier, also ich glaube, es gibt, ja, wahrscheinlich gibt es auch andere Städte, aber dieses Gefühl, dass man hier wirklich alles sein kann, was man will, das war für mich bis jetzt sehr einzigartig, und auch wenn ich jetzt nicht so in so wahnsinnig spannende Richtung gehe wie andere Menschen, aber dieses, dass das jedem möglich ist, jedem und jeder möglich ist, genau so zu sein, wie er oder sie sein will,
Das finde ich eine sehr schöne Utopie und wünschte mir, dass es überall so wäre. Schön. Und was kannst du speziell über Neukölln sagen? Ja, Neukölln sind tatsächlich auch die meisten meiner FreundInnen. Also wie ich schon mal erzählt habe, bin ich auch hier aufgewachsen, bis ich 3 Jahre alt war. Das heißt, das ist auch so ein bisschen Rückkehr zu den Wurzeln. Kindergarten war bei auf der Rüdli-Schule so in der Nähe, in die Hasenheide gegangen zum Spielen. Ich finde es einfach wahnsinnig schön. Ich gehe auch immer ich könnte auch den Bus nehmen, um wieder zurück zur Bahn zu fahren, aber ich mag es dann auch jeden Tag hier die Straßen lang zu laufen, zur Hermannstraße und dann nochmal das Leben aufzusaugen. Also die proklamierte Diversität hier ist einfach wahnsinnig schön und ja, die Menschen hier. Mhm. Schön. Gibt es einen Lieblingsort hier in Neukölln? Und falls ja, könntest du uns was empfehlen? Oder gibt es auch einen Ort, den du schön findest, aber du musst ihn uns ja nicht nennen, aber dann könntest du ihn ja vielleicht beschreiben. Gehört das Tempelhofer Feld gehört auch teilweise zu Neukölln. Ja, aber gut, wir können ja Neukölln auch in Berliner Grenzen weit denken, ist kein Problem. Du kannst dich, musst dich nicht auf Neuköllner Grenzen beziehen. Ja, also im Körnerpark bin ich auch sehr gerne. Da hat mich dann ein Freund, einer meiner besten Freunde, mit dem ich in Dresden studiert habe und der nach Marburg gegangen ist, ist dann nach Berlin gezogen und der hat mich dann mal wieder ein bisschen quasi durch meinen Heimatsort geführt. Was finde ich noch mal sehr schön? Gößlimme, das Restaurant. Gößlimme, genau, lecker. Habe ich von der Journalistin Miriam David-Wandi, habe ich davon gehört und da das erste Mal Mantis gegessen. Das war tatsächlich so gut, wie sie gesagt hat. Schön. Genau, also die ganzen Restaurants verstehe. Auf der Karl-Marx-Straße, das ist auch schon wie geht was es, sehr Feines. Ja, wie geht es eigentlich deinen Freundinnen? Habt ihr die gleichen Problematiken? Was beschäftigt sozusagen die Altersgruppe um dich herum? Ja, aber beim Freundeskreis ist es sehr politisch und da reicht es dann von allen Themen. Also das ist, glaube ich, auch im Gespräch mit meiner Mutter aufgefallen, dass also wir sind alle sehr unpolitisch aufgewachsen und einfach in einer Zeit, wo es gefühlt ruhiger war, wo es nicht so nötig war. Und das hat sich auf jeden Fall stark geändert. Also das ist später gekommen, aber dafür umso doller. Könnte man sagen. Mhm. Jetzt haben wir ja sehr lange gesprochen und eigentlich nicht einmal über das Thema gesprochen, Ukraine-Krieg, Ukraine-Konflikt. Ich habe mich jetzt auch selber gefragt, muss man das jedes Mal erwähnen? Muss man anzusprechen kommen? Aber eigentlich ist es auch ein wichtiges Thema. Wie stehst du dazu? Was macht das mit dir? Ja, unbedingt. Also man muss es immer im Kopf behalten. Also als Kommunikationswissenschaftler kenne ich ja die Mechanismen, die Medienmechanismen. Wenn es kein wenig Neuerungsfaktor gibt, also Wiederholung ist auch ein guter Nachrichtenfaktor immer. Aber irgendwann wird halt eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Aber diese Aufmerksamkeit für den Angriffskrieg beizubehalten, das ist extrem wichtig. Ja, immer diese interessante Frage, wie weit geht mein Pazifismus, welche Formen des Pazifismus wähle ich? Da sind die Intellektuellen, denen ich folge oder deren Podcast ich höre, sind da sich alle der gleichen Meinung. Pazifismus ist nicht gleich Pazifismus und solange man sich verteidigt, muss man leider auch dann schwere Waffen liefern, auch wenn es gegen die innersten Werte geht. Dann vielleicht eine andere Frage. In deiner aktuellen Situation in deinem Leben, dann in Bezug auf unsere europäischen Situation mit dem Ukraine-Krieg und mit den daherkommenden, sagen wir auch den negativen, sagen wir mal, Einwirkungen in unseren Alltag, Energiepreise gehen hoch, Weizenöl und so weiter, kennt jeder die ganze Klaviatur, womit wir es gerade zu tun haben. Welcher Musiktitel würde gut dazu passen aktuell? Eine Musik, hast du einen Titel im Kopf? Der Sound der Zeit sozusagen. Der Sound der Zeit. Es gibt von Grimm 104 und El Guni gibt es einen sehr guten Song, der heißt Lamp. Und da geht es darum, dass
dass es nicht besser werden soll, sondern dass einfach nur alles ein bisschen betäubt werden soll, um das alles auszuhalten. Und ich finde, das ist ein sehr trauriger Song, aber der beschreibt mein Gefühl auf jeden Fall relativ gut. Lieber Felix, dann sind wir durch. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Antworten. Ich fand das wirklich eine tolle Podcast-Runde mit dir. Ja, vielen Dank. Du hast hier Dinge entlockt, teilweise. Das machst du ja auch sehr, sehr gut. Also richtiger, guter Journalist. Also, ach, Quatsch. Ich hatte mir eigentlich mehr Neutralität und weniger politische Parolen vorgenommen, aber die hast du mir sehr gut entlockt. Alles klar, vielen Dank nochmal. Und ja, das war's. Bleibt uns noch übrig zu sagen. Tschüss. Tschüss.